Guten Morgen, ich habe schwarz aufgelegt, ich bin traurig. Vor 2 Tagen habe ich einen Beitrag bei YouTube gesehen, der mich ja in entsprechendes Gefühl hineinmanövriert hat. Und ja, dessen Informationen ich unbedingt in einem Video verarbeiten muss und was sicher für die meisten von euch auch von großem Interesse sein wird. Ihr kennt ja meine Videos zum Thema Bio-Label und dass ich mich da, ja, man kann schon sagen, ziemlich echauffiert habe darüber, dass 5% Nicht-Bio-Zusatzstoffe enthalten sein können in einem Produkt, was Bio gelabelt ist. Ja, und nun geht es in dem Beitrag um das Fairtrade-Label. Auch da ist es so, dass reine Produkte, auf denen das Fairtrade-Label draufsteht, wie zum Beispiel Bananen, zu 100% fair gehandelt sind. Das bedeutet, dass die Bauern und die Arbeiter in ärmeren Ländern für ihre Arbeit entlohnt werden. Besser entlohnt werden. Fair entlohnt werden? Ich weiß es nicht. Zumindest sie werden höher entlohnt als vor dem Fairtrade-Siegel. So, und da habe ich in der Vergangenheit auch eigentlich immer konsequent darauf geachtet, dass ich Fairtrade-Produkte wähle, wenn ich die Auswahl habe. In Zukunft werde ich aufgrund meiner beruflichen Neuausrichtung, wie ihr ja wisst, und dem fehlenden Geld sicherlich nicht mehr ganz so drauf achten können, aber instinktiv war mein Ansatz und wird auch immer sein, wenn ich genug Geld habe, dann raus an diejenigen, die es meiner Meinung nach ja, nicht so haben, die es eher brauchen und die es wirklich verdient haben. Und wenn ich da an die Menschen denke, die da körperlich 10 oder mehr Stunden am Tag dafür arbeiten, dass ich in Deutschland Produkte kaufen kann, die vom anderen Ende der Welt kommen und, ja, und die gerade dann mal so viel Geld dafür bekommen, ja, dass sie überleben, ne? Und damit sie weiterarbeiten können, damit ich weiter Produkte kaufen kann. Das ist ein bisschen bizarr, aber egal. Ja, und da habe ich einfach den Wunsch, ja, dass ich da durchaus auch mal Geld eben dafür aufbringen kann, diese Menschen zu unterstützen. Bei so einer einfachen Sache wie Einkauf. Und entsprechend war ein Fairtrade-Siegel immer schon für mich ein Kaufargument. Aber wie sollte es auch anders sein? Das Siegel wurde immer mehr marketingtechnisch genutzt. Und die Menschen, deren Sinn ihres Lebens, ja, die Maximierung der Zahlen auf ihrem Konto, ja, ja, anders kann man es nicht sagen, der Ziel darin besteht, ja, haben den Sinn der Fairtrade-Produkte pervertiert und der Lobbyismus und ja, die fehlende Moral in den Wirtschaftsverbänden hat dann zur aktuellen Situation geführt, die ich vor 2 Tagen eben vor Augen geführt bekommen habe. Also, das Label Fairtrade, was ihr auf den Packungen seht. Bei Produkten, die aus mehreren Rohstoffen zusammengesetzt wurden, wie Nuss-Nougat-Creme, Müsli oder Cookies, ist relativ wenig wert. Denn man darf auch das Fairtrade-Label nutzen, wenn diese Zutaten nicht alle Fairtrade gehandelt wurden. Das bedeutet in der Tat, können oder werden Bauern und Arbeiter ausgenutzt und ja, es wird trotzdem gesagt, Fairtrade-Produkt, fair gehandelt. Gut, das war jetzt nicht enttäuschend, ne? Das war schon fast zu erwarten. Aber es geht noch weiter. Wir wissen ja aus meinen Videos, dass ja generell bei zusammengesetzten Produkten, bei Bio auch 5% irgendwelche ja, chemischen Abfallstoffe damit reinkommen. Ja, es wird dann anders genannt oder was, aber im Endeffekt bei zusammengesetzten, das ist überall so, ne? Und deswegen, okay. Aber wenn man mal auf die Verpackung draufschaut, schaut, die mit Fairtrade werben und wie viel Prozent exakt wirklich fair gehandelt wurden, bei Fairtrade musste es nämlich draufschreiben, dann kommt man zum Beispiel bei Bionella vegane Nuss-Nougat-Creme auf 47%. Das bedeutet, nicht mal die Hälfte der Zusatzstoffe ist fair gehandelt. Und trotzdem darf man dick und fett Fairtrade draufschreiben und ja, dies als Marketinginstrument, als Kaufargument nutzen. Das ist unfassbar. Weiter. Bei einem Brücken-Knusper-Müsli, die Sorte habe ich jetzt leider vergessen, da sind es gerade mal 33% und den Vogel, den schießen die Rewe-Butterkekse ab, die zwar bei einem Veganer nicht in Frage kommen, aber es hat ja erstmal nichts primär mit der Diskussion bezüglich der Fairtrade-Label zu tun. Diese Kekse haben exakt 20,9% der Zusatzstoffe Fairtrade gehandelt. Und trotzdem werben sie mit dem Label Fairtrade, das gesamte Produkt. Und dann kommt man eben ja, zu den nüchternen Fakten. Es reichen 20% fair gehandelte Produkte in einem Gesamtprodukt aus, um das Gesamtprodukt als fair gehandelt zu bezeichnen. Das ist also der Konsens. Oder anders ausgedrückt, man empfindet es als gerechtfertigt oder als fair, ne, wenn wir schon mal dabei sind, wenn man ein Produkt mit Fair Trade bezeichnet, obwohl nur ein Fünftel des Produkts tatsächlich fair gehandelt wurde.
Und wenn man dann davon ausgeht, dass dieses Grundempfinden dann auch in der Ausgestaltung des Fairtrade Siegels als solches Beachtung findet, und das ist ein durchaus valider Gedanke, dann kann man tendenziell auf das Fairtrade Siegel scheißen. Zumindest wenn der Anspruch daran dasselbe ist wie den Anspruch, den ich daran habe. Zumindest definitiv bei zusammengesetzten Produkten. Bei Rohware achte ich sowohl auf Bio als auch auf Fairtrade. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt der eigenen finanziellen Möglichkeiten. Das ist normal. Das geht anderen auch nicht anders. Nicht jeder kann sich Produkte immer in bester Qualität leisten. Das ist derzeit einfach so. Aber ich bin ja nun schon seit Anfang des Jahres in der Situation, dass ich da ein bisschen mehr drauf achten muss. Und ja, ich kaufe mir dann eben lieber weniger, ich esse lieber weniger und dafür auch hochwertiger. Und oder bediene mich einfach mal aus der Natur. Ne? Auch jetzt im Winter ist das tatsächlich immer noch möglich. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber gerade nach der heutigen Information und generell noch einmal mein Plädoyer für unverarbeitete Produkte. Zum einen sind die Labels da einfach mehr wert und zum anderen, umso unverarbeiteter die Produkte sind, umso gerechter sind auch die Preise. Oder anders ausgedrückt, umso höher die Transparenz eines Produktes, desto niedriger die Gewinnspanne. Ihr seht, der BWLer kommt durch. Aber das ist Fakt. Bestes Beispiel ist da immer das Parfum. Da sind Gewinnspannen, die häufig das 4- bis 5-fache der Produktionskosten betragen. Das ist Irrsinn, das gibt es kaum bei anderen Produkten. Aber das liegt daran, weil die Rezepturen geheim sind. Das Produkt ist quasi komplett intransparent. Ein Apfel ist ein Apfel. Eine Orange, eine Orange. Gut, die kann behandelt sein, die kann nicht behandelt sein, da gibt es verschiedene Sorten. Aber letztlich weiß der Käufer, was er da vor sich hat. Ein Apfel oder eine Orange. Wobei selbst da gibt es üble Marketingtricks, wie man die Kunden verarschen kann. Aber dazu kommt morgen ein Video zu einem Thema, was ich euch ja auch unbedingt ans Herz legen möchte. Und ja, das kommt dann morgen. Nachher um 8 gibt es dann wieder den Let's Talk, die Live-Talkshow, wo ihr anrufen könnt mit allem, was euch auf der Seele brennt und ja, über was auch immer ihr reden möchtet. Kein Thema ist tabu. Ich hoffe, diesmal halten die YouTube-Server und dass es ja, zu dem ein oder anderen interessanten Gespräch kommt. Ich bin auf jeden Fall wie immer sehr, sehr gespannt. Und wer noch nicht genug Informationen rund um die Labels hat, der kann sich, wenn er möchte, mein Video zum Vergleich der Bio-Label reinziehen. Da habe ich alle Bio-Label, die es in Deutschland gibt, mal verglichen. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas informieren und ja, euer Leben wieder ein bisschen bewusster gestalten und verabschiede mich. Bis nachher, macht's gut, euer Christian. Tschüssi.